Willkommen bei One App a Day. Jeden Tag eine App. iOS, Mac, Android, Windows Phone 7, Memo und mehr. Moin Moin, Servus, Grüezi und Hallo und willkommen zur neuen One App a Day Folge mit einer Android App bzw. mit einer Kollektion von Widgets. Die Rede ist von der App oder der, ja, Color Widgets, iOS iWidgets. Bei 91.000 Gesamtbewertungen gibt es eine Durchschnittssternebewertung von 4,7 von 5 Sternen. Und ja, auf dem Galaxy S23 Ultra getestet. Es gibt In-App-Käufe 10,99 bis 32,99. Ich bin auf die In-App-Käufe noch nicht gestoßen, ehrlich gesagt. Also mit den Widgets, die ich ausprobiert habe. Aktuelle Version zum Beispiel die 1.1.1, 19 MB groß, erfordert Android 8.0 oder höher. iWidgets bietet verschiedene Farbwidgets für alle Android-Geräte. Es bietet zahlreiche iOS 16 Widgets, also jedenfalls im Style, wie Uhr, Foto, X-Panel, Kalender, Wetter, so dass man das, man kann Widgets hinzufügen, um den Bildschirm ihres, ja, zu dekorieren. Wetter kann man auch noch verschiedene Widget-Größen zur Verfügung, genauso wie im Prinzip unter iOS die länglichen oder die viereckigen, etc. Ästhetischer iOS 16 Stil, ein Klick, um Widgets hinzuzufügen, fügen Sie kleine, mittlere, große Widgets hinzu, mehrere Widgets und verschiedene Widget-Stile. X-Panel Widget ist eine Sammlung von Verknüpfungen auf dem Startbildschirm, also Akkustand, Speicher, Bluetooth oder schnelles Ein- und Ausschalten der Taschenlampe, WLAN-Verbindung etc., wie man das ja im Prinzip auch kennt, die Widgets unter Android hier halt so im Design ein bisschen von iOS. Es gibt ein Foto-Widget, es gibt ein Uhr-Widget, Wetter-Widget, Kalender-Widget und es soll wohl noch eine Aufgabenliste kommen, Notizen-Widget sollen wohl auch noch kommen. Ich habe das vor allen Dingen für ein Uhr-Widget verwendet, finde ich sehr nett, passt für mich, ich mag das und von mir Daumen hoch für Color Widgets, iOS, iWidgets. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @mention an twitter.com/oneappatag.